in Ordnung. Wir hatten uns auch im ersten Spiel im etwas mehr versprochen gehabt, auch heute. Wir wussten, dass Red Bull immer mal zu Hause für den Gegentor gut ist. Auch vor unserem Tor hatten wir ein, zwei gute Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Dann kam, ich denke mal, mit so einem abgefälschten Schuss 1:0. Haben dann aber leider dieses 1:0 nicht lange halten können und sind dann mit 1:2 dann auch vor der Halbzeit in Rückstand geraten. Es ging da in Ordnung. Zweite Halbzeit haben wir uns noch einiges vorgenommen. Wir wollten also auf Konter lauern, wir wollten auch selber die Initiative ergreifen. Was uns dann wiederum nicht gelungen ist, dann kam es zum 3:1 mit dem Platzverweis, war die Sache sicherlich erledigt. Kurzzeitig kam dann nochmal Hoffnung auf bei uns nach dem 3:2. Und wir haben dann eigentlich auch trotz Unterzahl Red Bull dann nochmal alles abverlangt. Man konnte, oder ich habe zumindest so gesehen, dass Red Bull sich dann zurückgezogen hat, wollte unbedingt dieses 3:2 über die Bühne bringen. Also wie gesagt, unterm Strich ein verdienter Sieg von Red Bull. Wünschen frohe Weihnachten, gutes neues Jahr und bei einem Vorhaben in die dritte Liga aufzusteigen. Viel Glück. Vielen Dank. Bitte. Ja, danke für die netten Worte. Ich denke mal, die Mannschaft hat sich heute selber das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht. Sie geht als Tabellenführer in das neue Jahr. Ich möchte allen Anwesenden und auch allen RB-Fans fröhliche Weihnachten wünschen, guten Rutsch ins neue Jahr und nächstes Jahr hoffentlich ein gesundes Wiedersehen. Danke. Alle Fragen bitte, kurzes Handzeichen wegen dem Mikro. Bitte. Wie zufrieden sind Sie denn mit dieser Vorrunde? Sind ja nachlass, sind ganz oben, ist es so, wie Sie es vorgestellt haben? Ich bin nicht zufrieden, weil wir sind nur erst mit einem Punkt verschoben. Na, Spaß beiseite. Natürlich bin ich zufrieden. Noch einmal, die Medien tun sich ja relativ leicht immer mit dem Druck machen und RB muss und RB muss und RB muss. Das ist nicht so einfach. Fußball ist nicht immer ein Spiel, wo 22 Kunden rumrennen und du weißt nicht, was passiert im Endeffekt. Und wie gesagt, wir sind natürlich sehr, sehr zufrieden. Ich denke auch mal auf die ganzen Umstände, was im Sommer waren. Neuer Trainer, fast neue Mannschaft. Mit dem Wolfsburg-Spiel hat sich natürlich eine riesen Begeisterung hier entwickelt. Und die Zuschauer sind nicht bestraft worden für die Leistung, sondern im Gegenteil. Solche Spiele, glaube ich, bringen vielleicht mehr als wie ein 1:0-Sieg, den du irgendwie runterguckst. So ist ein bisschen Spannung immer wieder drinnen. Leider für uns Trainer ein bisschen zu viel Spannung. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich sehr stolz auf die Mannschaft, was sie hier erreicht hat in diesen 6 Monaten. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir im Frühjahr 16 Spiele haben, was 16 Endspiele sind. Und die müssen wir natürlich bestehen. Das ist natürlich immer das Schwierige, dass man sagt muss, aber wir wollen sie natürlich bestehen. Und wie gesagt, ich denke, die Mannschaft hat heute den RB-Fans mit ein tolles Weihnachtsgeschenk gemacht. Alle, die was hinter diesem Verein sind, sind natürlich mit dieser Halbserie einmal zufrieden, aber abgerechnet wird am 20. Mai, oder irgendwann im Mai halt. Und dadurch haben wir noch ein weiteres Stück Arbeit. Und dadurch ist zwar ein schönes Weihnachtsfest, aber ich weiß auch, dass wir natürlich hart arbeiten müssen früher, um das Ziel zu erreichen. Gibt es noch eine abschließende Frage? Nein, Guido. Peter, du bist nach dem Spiel nicht sofort in die Kabine gerannt, was du sonst immer machst, sondern zu deinen Spielern, dann zu den Fans. Machst du das immer so nach der Vorrunde? Und die zweite Frage, wie erholst du dich jetzt von dem Stress der letzten Monate? Fährst du nach Hause, an den See, zur Familie, zur Katze, zur Frau? Das erste ja, das zweite ist privat. Nochmal, Kollege von Lea, bitte. Herr Pomp, das ist ja denkbar knapp, die Führung. Alle sagen, der Aufstieg muss geschehen, auch wenn Sie haben es ja fünfmal verbessert, muss, soll, woll. Kommen denn. Korrigiert ja. Hier nichts vom Muss. Genau, hier nichts vom Müssen. Wir wollen.
um dieses Ziel zu erreichen. Kommen denn Sicherheit Neuzugänge in der Winterpause? Oder wie wird es aussehen? Ja, es ist halt auch so, dass ich, wenn ich am Freitag die 6 richtigen angreizle und so noch immer drauf komme, ich habe nicht die 6 richtigen und darum kann ich auch diese Antwort nicht beantworten. Aber wenn wir was zum Vermelden haben, werden wir es sicher vermelden. Hätten Sie denn gerne ein paar neue? Schauen Sie, das ist immer so eine Frage, die tut sich immer in dem Sinn leicht, aus dem einfachen Grund. Wir sind der Böllenführer und wer hat uns dort hingebracht? Die Spieler, die was momentan da sind. Wenn sie mir aber einen Messi bringen, dann vielleicht überlege ich mal, dass ich da eine Systemumstellung mache. Also bei einem Punkt Vorsprung sehen Sie nicht dringenden Handlungsbedarf. Wenn ich, sagen wir es mal so, wenn ein Spieler geholt wird, dann muss das ein Spieler sein, wo man überzeugt davon ist, dass der uns in der Qualität weiterhilft. Ich denke auch mal, unser großer Vorteil war und war auch in dieser Hinrunde dieser relativ ausgeglichene Kader. Auch diejenigen, die uns teilweise auf der Bank gesessen sind und gespielt haben, haben uns immer wieder auch jene Spiele gewonnen, die was vielleicht nicht mehr zum Gewinnen waren, oder andere sind bei, so wie es am Anfang der Saison war, wo der Henrik Ernst rote Karten gehabt hat, hat Team Sebastian das hervorragend gespielt. Dann die Mittelfeldrotationen hat sich eigentlich immer wieder bewährt. Und das war eigentlich vielleicht auch die große Stärke der Mannschaft, dass wir wirklich auf gewisse Positionen sehr, sehr gut, vor allem im Offensivbereich, gut besetzt sind. Ich denke auch hinten jetzt mit Markus Hoffmann ist ein Spieler jetzt wieder zurückgekehrt, der was leider eigentlich als Fixstarter geplant war. Wir haben auch den Spielern gestern gesagt, ab 9. Jänner werden die Karten neu gemischt. Und es ist jetzt keiner, kann sich keiner seinen Stammplatz sicher sein, ohne dass man da jetzt viel Unruhe einbringt. Aber natürlich beginnt der Kampf von vorne. Wer kommt schnell in Form? Wer bringt eine gute Fitness mit nach dem Urlaub? Umso leichter tut er sich dann in der Vorbereitung und das wird man dann alles sehen, wie das ausschaut. Aber wie gesagt, natürlich hucht man sich um, was uns, ob es Spieler gibt, die. Es ist ja nicht so einfach, auch Spieler immer in die vierte Liga zu holen. Und auch wenn uns immer kolportiert wird, ja, Geld und. Aber ich denke auch, wenn ich so bei den anderen zwei Vereinen umhöre, tut er auch nicht mit Rosinen zahlt. Ja, tut er auch mit. Harte Arbeitszeit, also ist nicht so, dass man jetzt unbedingt jemanden findet, aber wie gesagt, werden wir schauen, was passiert. Gibt es noch eine abschließende Frage? Oh, Giro, warte, bitte auf das Mikrofon. Ich glaube, das ist wirklich die letzte. Ja, die allerletzte. Ja, Coach. Das war in der FAZ ein geiles Bild mit dir und Tom Geißler. Hast du den Tom aufgrund dessen auch gepackt, weil du dieses Foto gesehen hast? Doch, fangen wir auch gestern mitgekriegt. Ja, in der FAZ war ein schönes Foto mit dir und Tom Geißler. Hast du den Tom auch deswegen gebracht, weil du dieses Foto gesehen hast und dich an ihn erinnert hast? Ich habe die Zeitung heute noch nicht gesehen. Jetzt lügst du mir auch. Ich lese am Spieltag keine Zeitungen. Okay. Und danach auch noch. Na, aber dann ist ja der Tom schon vorbei. Also in diesem Sinne, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Aber war schön so. Ich habe ein Kissen heute.